Einen krasseren Kontrast hätte es nicht geben können. Yo, was geht ab? Ich bin Jay und heute reagieren wir nochmal auf einen Track, der sich von euch gewünscht wurde. Und zwar, um genau zu sein, wurde sich der Track von Mukuti TV gewünscht. Auf jeden Fall mega stabiler Dude. Du schreibst immer unten drunter, bedankst dich jedes Mal für die Videos, die ich mache. Und das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Das gibt mir Kraft und Lust, auf jeden Fall weiterzumachen. Und das finde ich immer ziemlich witzig, deine Kommentare. Du hast dir gewünscht von Rough Fiction Rote Augen, beziehungsweise von Crystal F. Und dazu kann ich nur sagen, Crystal F kenne ich auf jeden Fall. Habe ich auch schon einige Tracks von ihm gehört. Ich mag seine ziemlich brachiale Art, die er hat. Er scheint ja ein großer, kräftiger Typ zu sein, der aber ziemlich einen emotionalen Rap macht. Ich kenne zum Beispiel auch von Rough Fiction Schüsse in die Luft, was ich mega gefeiert habe mit Blockmonster. Also es gibt so einige Tracks, die ich auf jeden Fall kenne und die ich auch ziemlich feiere. Und wie gesagt, heute reagieren wir auf Rote Augen. Den Track kannte ich wirklich noch nicht. Und wir werden jetzt mal reinschauen und ich wünsche euch viel Spaß mit der Reaction. Triggerwarnung, wer Hauke mag, sollte jetzt abschalten. Da musste ich mal googeln, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich herausgefunden, dass Hauke ja Crystal F ist. Somit ist der Satz ein bisschen ironisch oder so ein bisschen, kann ich noch nicht so ganz zuordnen, warum man dann abschalten sollte, aber vielleicht klärt sich das noch. Auf meinem Bauch, da steht ein See aus kaltem Schweiß. Verdammt, ich weiß gerade erst seitdem, wie sie heißt. Sie sagen, Sex kann funktionieren. Sie sagen, das musst du probieren. Doch in den Ohren kam das Rauschen. Krasse Einleitung auf jeden Fall. Tja, ganz schön blöd gelaufen. Doch was hab ich denn erwartet, wenn ich jeden Tag meinen Kopf fick? Macht er halt nicht mit, wenn ich ihm fremd geh? Hab rote Augen vom Heulen und High sein. Bitte. Ich hab mir am Anfang so ein bisschen überlegt, okay, was könnte es bedeuten? Rote Augen bei den meisten Rappern ist es ja. Hat es ja mit Kiffen zu tun, ne? Aber in dem Fall ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Lass es heute vorbei sein. Find keine Freunde in der Timeline. Und meine Träne schmeckt nach Freiheit. Auf jeden Fall eine ganz schöne Abfuck-Stimmung im Video sowie auch im Text und auch in der Stimme, also wie sie sich anhört. Hab rote Augen vom Heulen und High sein. Bitte lass es heute vorbei sein. Einen krasseren Kontrast hätte es nicht geben können. Diese extreme Partymusik, fast schon so ein bisschen positiv, gute Laune. Aber dieser krass depressive Text. Ich schwör, ich fühl mich wie das Loch aus diesem Film in meinem Himmel. Jeder kommt vorbei und wirft mir seine Scheiße in den Hals. Wo das hinführt, ist egal. Mein Problem soll das nicht sein. Hauke regelt das allein. Muss alles ausmachen, will nicht mehr aufwachen, kann nicht mehr aufatmen. Das ist wirklich ein krasser Kontrast. Also dieses Zusammenspiel aus diesem Partybeat und diesem Text, mehr gewagt. Und oft ziemlich emotional, er schreit ziemlich rum, er lässt alles raus. Hab rote Augen vom Heulen und High sein. Also doch, High sein, also Kiffen ist diesmal auch mit dabei, aber auch viel Tränen, viel Leid. Es ist heute vorbei sein, sind keine Freunde in der Timeline und meine Träne schmeckt nach Freiheit. Hab rote Augen vom Heulen und High sein. Wirklich ein ziemlich krankes, verrücktes Lied. So eine Mischung aus Party, extrem Leid, Depression, aber auch irgendwie Hoffnung. Also dann wird es auch immer stellenweise wieder ein bisschen positiver. I guess that's life, ne? Aber es ist sehr, sehr interessant, dieser Kontrast auf diesem total weirden Partybeat. Mann, das hast du gut erkannt. Leben ist gefickt, ja, das hast du gut erkannt. Mann, ich sehe auch nicht gesund aus, Mann, das hast du gut erkannt. Doch es ist schlimmer, als es aussieht, Mann. Ja. Es ist noch schlimmer, als es aussieht. Rote Augen. Ja, auch so ein bisschen emotional gefühlt an der Grenze, so ein bisschen.
Also zwischen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber so kurz vorm Durchdrehen, würde ich sagen. Und es ist ja kein Image, was hier irgendwie aufgefasst wird, sondern es ist ja dann doch, ich denke, bei Crystal F ziemlich real auch. Also ich will nicht sagen, dass er komplett durch ist, aber dass halt, dass er durchaus weiß, wovon er spricht. Also das kann ich mir zumindest vorstellen. Und dann quasi verkohlt auf dem Stuhl. Sehr, sehr krasses, wie gesagt, sehr hin und her, sehr kontrastreich gewesen. Der Partybeat hat das Ganze aufgefrischt. Ich glaube, sonst wäre es noch dramatischer gewesen, weil der Text und der Inhalt ja ziemlich, wie soll ich sagen, schon sehr depressiv waren, ne? Aber interessant, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil, wie gesagt, also es ist nicht ein Track, den ich jetzt irgendwie jeden Tag hören würde. Ich glaube, ich würde ich auch niemandem empfehlen bei solchen Tracks, die so ein bisschen negativer, depressiver sind. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich mag es auch, sich da mal so ein bisschen mitschleifen zu lassen, und es sind ja durchaus Sachen, mit denen man sich auch ganz gut identifizieren kann, gerade, glaube ich, in der jetzigen Zeit, die absolut scheiße ist. Aber der Track ist ja schon, wie alt ist der Track eigentlich? Ah, okay, also war das schon in der Corona-Zeit, sage ich mal so. Aber wie gesagt, war ein sehr, sehr interessanter Track. Vielen Dank auf jeden Fall für das Interesse an meinen Videos und auch für den geilen Musiktipp. Wenn euch meine Reaction gefallen, könnt ihr gerne drunter schreiben oder abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao.